Hi und herzlich willkommen vor meinem unaufgeräumten Bett hier. Ihr habt mich gefragt, wie man sein YouTube-Passwort bzw. sein Passwort für seinen gesamten Google-Account, sprich YouTube, Google+, Google Drive, Maps, wenn man sich da überhaupt anmelden kann, keine Ahnung, und so weiter und so fort, ändern kann. Aber wie man das nicht nur am PC ändern kann, sondern wie man das Ganze auch mobil ändern kann. Und da es ja fast schon Kult ist, dass ich euch auf meinem Kanal zeige, wie man das macht, hier ein weiteres Video, das in die Wie man sein YouTube-Passwort ändern kann Serie passt. Viel Spaß! Am PC hat sich dabei eigentlich nicht viel verändert, außer dass es meiner Meinung nach noch etwas einfacher geworden ist. Wir öffnen als erstes einfach unseren standardmäßigen Internetbrowser, in meinem Fall ist das der Firefox, und gehen mal auf google.at. Das habe ich jetzt in meinem Fall schon gemacht, also einfach die standardmäßige Google-Suche. Danach wählen wir hier oben Anmelden, melden uns mit unserem Account, wo wir das Passwort ändern wollen, an. Nachdem wir dann bei unserem Google-Konto angemeldet sind, gehen wir einfach auf die Website accounts.google.com, gehen auf Anmeldung und Sicherheit, scrollen etwas nach unten und sehen hier dann bei Passwort und Anmeldeverfahren Passwort, letzte Änderung 1. Oktober um 17.01 Uhr. Falls euer Passwort mal geändert wurde, dann steht hier die letzte Änderung, weil ich mein Passwort monatlich ändere, steht halt hier bei mir jetzt 1. Oktober. Falls ihr euer Passwort nie geändert habt, steht hier gar nichts. Und hier könnt ihr euer Passwort nun ändern, indem ihr einfach auf diesen Pfeil klickt, erneut euer derzeitiges Passwort eingebt und auf Anmelden klickt. Danach kommt ihr auf die eigentliche Passwort-Ändern-Seite. Dort könnt ihr jetzt euer neues Passwort eintragen und danach auf Passwort-Ändern klicken. Und das war's dann auch schon. Ihr seht also, das Ganze ist am PC nicht wirklich eine Herausforderung. Nicht viel schwerer wird's dann auf dem mobilen Endgerät oder auch auf dem Handy. Ich zeige das hier jetzt mal anhand eines iPhone 5. Das Ganze funktioniert natürlich aber auch genauso mit jedem Samsung Galaxy 10.000, auch mit jedem iPad, mit jedem Fire Tablet, mit jedem BlackBerry, alles was einen Browser hat, zum Beispiel Safari, Google Chrome, Firefox, Mobile oder sonstiges, da funktioniert das Ganze. Viel Spaß! Wie bereits vorher schon erwähnt, öffnen wir nun auf unserem iPhone also unseren Browser. Auf dem iPhone ist das standardmäßig Safari, geht aber auch mit Google Chrome und so weiter und so fort. Danach gehen wir wie auch schon am PC auf accounts.google.com, scrollen etwas nach unten und gehen auf Anmeldung und Sicherheit. Danach scrollen wir wieder sehr, sehr weit nach unten und sehen dann hier wieder dasselbe, wie wir damals auch schon am PC gesehen haben, nämlich Passwort. Wir klicken auf den Pfeil und die nächste bzw. die restliche Prozedur ist euch ja dann schon bekannt. So, und das war's dann auch schon wieder soweit von meiner Seite. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen bzw. geholfen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach hoch bzw. über ein Abo freuen. Wenn nicht, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach unten und über konstruktive Kritik in der Kommentarbox freuen. Vielen Dank auch nochmal an denjenigen, der mir diese Zuschauerfrage gestellt hat. Ich habe mir den Namen jetzt leider nicht aufgeschrieben, unprofessionell wie ich bin. Aber Zuschauerfragen sind immer sehr erwünscht, weil, naja, sonst muss ich selbst über Videoideen nachdenken. Und denken ist bei mir nicht so, das habe ich nicht so drauf. Seit ich schon ein Kind bin, kann ich das nicht so. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, also nächstes Wochenende. Ciao Leute!